Bei dem fünften und letzten Trick braucht ihr erstmal eine Kuruma. Wenn ihr keine habt, dann könnt ihr gerne in den Kommentaren fragen, ob euch einer eine Kuruma leiht oder ihr kauft einfach eine Kuruma bei Saufan San Andreas Superautos für 500.000 GTA-Dollar. Habt ihr dann eine Kuruma, dann begibt ihr euch erstmal zu der Location, die ich gerade im Hintergrund zeige und von dort aus geht ihr dann einfach auf Jobs von Rockstar erstellt, auf Missionen und dort wählt ihr einen Job für einen Titan aus. Die Mission stellt ihr dann auf schwer und startet sie. Denn jetzt seid ihr schon am Flughafen, dort wo die Mission stattfindet und hier müsst ihr einfach die ganzen Gegner ausschalten und am Ende die Titan klauen. Ganz einfach. Und wenn ihr das Ganze mit der Kuruma gemacht, deswegen habe ich euch ja gesagt, dass ihr die Kuruma braucht, denn damit geht das so einfach, ihr könnt da einfach rumstehen, rausschießen und ganz einfach die Gegner killen. Und eine wichtige Sache, das ist auch bei den Doppel-Dollar- und Doppel-RP-Jobs so. Umso mehr Spieler bei euch drin sind, umso mehr Geld. Das heißt, wenn ihr diese Mission mit ein paar mehr Spielern spielt, bekommt ihr mehr Geld. Wenn ihr den Fallschirmsprung mit ein paar mehr Spielern spielt, bekommt ihr mehr Geld. Das solltet ihr euch wirklich immer merken. Ich hoffe, dass euch die 5 Tricks und Glitches gefallen haben. Wenn es der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und teilt meinen Kanal auch gerne an eure Freunde weiter. Würde mich mega freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao, Leute.